Was passiert, wenn man ein Baby mit einem Geist bekommt? Einst kaufte Klaus ein wunderschönes Haus. Alles schien perfekt, wäre da nicht dieses eine Geräusch, das ihn jede Nacht weckt. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus. Er stürmte aus seinem Zimmer raus und fand einen Geist. Klaus konnte es nicht fassen, er packte all seine Sachen, doch der Geist hielt ihn fest, wollte nicht, dass Klaus ihn verlässt. Und so verbrachten die beiden viel Zeit miteinander. Klaus' Gefühle wurden immer stärker, das brachte ihn durcheinander. Sie war ein Geist, wie konnte ich mich in sie verlieben? Doch auch der Geist folgte seinen Trieben. Sie waren so glücklich, immer zu zweit, doch das wollten sie ändern, es wurde langsam Zeit. Sie versuchten es Tag ein, Tag aus, doch das Babyglück ließ auf sich warten. Man kann mit einem Geist nämlich keine Familie starten.